Okay. Ja, so, jetzt haben wir wieder Sound. Welchen Sound? Alles? Ja, alles! Nervt mich doch nicht immer. Echt übel, Butterblümchen. Du hast alle Scavs in Blutlachen verwandelt. Ja, nicht wahr? Alles verloren, wie Tränen in einer Blutlache. Die greifen sofort an. Reden Menschen eigentlich nie miteinander? Nicht in diesem Spiel. Ich hoffe, er hatte keine Familie. Ich hoffe, er hatte eine. Oh, das ist ja damit Feuer. Verdienst du dein Geld? Ah, das ist so eine Waffe. Kann man die auch? Ne, kann man nicht. Warum ist hier hinten ein Gegner? Okay, bin bereit für Detonation. Zurück! Perfekt, Felicity! Kammerjäger, kannst du die Steuerung benutzen, um den Torso auf die Beine zu senken? Ja, das wird schrecklich toll. Es wurde nur schrecklich. Ist doch echt hart, oder? Die Konstruktion ist endlich abgeschlossen. Nur die Hülle muss noch für einen letzten Test in die Diagnosekammer. Wir können den KI-Kern, Felicity, dort installieren. Weißt du, Jack, ich fand es nicht toll, dieses Gast zu töten. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich töte auch nicht gern, Baby. Wieso glaube ich dir nicht? Ich hasse den Nahkampfmodus, ich hasse ihn. Also Nahkampf. Geh in das Büro und benutzt die Steuerung, damit es weitergehen kann. Groß abgesperrt. Beide Seiten abgesperrt. Oh. Überall Gegner. Ja, ich bin auch so. Vielleicht kriege ich den Rotzlöffel noch. Rotziger Rotzlöffel. Er rennt weg, also kriege ich ihn nicht. Du kannst mich wiederbeleben, okay. Wenn du Bock der hast. Der Prototyp nicht. Scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Okidoki, die Uhr tickt. Gehen wir's an. Outlaw Superbad, das schaffe ich jetzt nicht. Ja, das ist schön. In Verteidigungsstellung. Hilfe. Ist da hinten gespawnt oder? Ja, wo soll ich dann spawnen? Weiß nicht, war da vorne. Hättest du erst aktivieren müssen. Wir müssen die gar nicht töten. Aua! Soll mich mal in Ruhe? Aua! Moment, wartet! Ich will nicht, dass mein Speicher bereinigt wird. Ich will nicht zu einem... Können wir nicht einfach eine Kopie von mir in dem Constructor installieren? Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Allerhöchstens ein paar Tage. Zu lang. Bis dahin hat Sabe dann den Mond schon aufplatzen lassen. Ich komm nicht mehr hin. Wieso bist du weggelaufen? Ich bin zu dir gelaufen. Du bist zu mir gelaufen, was? 10 Kilometer weiter vorne. Mhm. 10 Kilometer, komm. Wenn du am Anfang des Raums auf einmal bist. Ja, ich war da unten und hab grad Waffe. Wart doch einfach! Hüpf hier rüber, schnell, die verfolgt mich nicht. Also, da stehe ich jetzt bei dir auf einmal. Ja, weil ich das Ding aktiviert habe, während du gestorben bist. Naja, eigentlich davor schon. Aber ich hätte mich heilen sollen. Kann ich da nochmal rauf? Ich brauche Heilung, ich habe scheinbar keine Regeneration. So, okay, mir geht's gut, aktiviere den Bossfight. Aber was, ich soll den aktivieren? Ja, wird heftig. Nein, bitte nicht! Behalte die Militärdaten, alles was aus dem Kampf hilft. Lösch den Rest. Verdammt!
Felicity, sorry. Ich höre mich sterben, Dick. Nein. Halt. Nein! Wenn ihr nur Hass wollt, das könnt ihr haben. Abschalten, aber nicht zerstören! Diese zwei Stück. Ja toll, hinterher kann ich aber nicht hinschießen. Dann tu das doch einfach. Ja, wie tue ich das so einfach? Ich habe gerade gesagt, das kann ich nicht. Warum? Ich tue mal etwas, was man nicht kann. Wie repariert sich gerade? Ja, und ich heile dich. Wie repariert? Ja, Reparaturdrohne hat die doch auch. Ich bin gerade Medibot, ich kann nichts anderes als gesagt. Ah, Hilfe! In Verteidigungsstellung. Aber sie ist schon halb down. Ist gar nicht schwer. Ah nein, da kommt ein neuer. Ha, instant down, nice. Guter Schuss. Jetzt deaktivier sie. Denkst du, das hält mich auf? Ab sofort seid ihr alles für mich. Und jetzt entfesselst du mein wahres Potenzial. Touchdown, los! Vollständiger Speicherreboot. Das Ding muss bald tot und voll badassig sein. Touchdown. Sir, ja, Sir. Ist ja der Hammer. Seht euch die Kleider an. Okay, soweit so cool, aber warum greifen die uns an? Touchdown. Ich tue ja mein Bestes, aber die KI wehrt sich. Wir müssen sie ganz deaktivieren, bevor ich sie kontrollieren kann. Ach, du bist jetzt auch tot? Oh mein Gott, Alter, ernsthaft? Ja, was? Ja? Aber du kannst dich wiederbeleben, okay? Ja, ist ja nicht schwer. Mal die Gal-Roboter nicht dran. Ja, bei mir war nichts mehr näher. Schild ich hätte was gegen uns. Antwort. Ich kann höchstens kurz hüpfen und stampfen. Jetzt. Die verschwindet einfach. Ja, die Konstrukte die ganze Zeit Roboter, bring sie endlich um! Ja, die Roboter sind mir egal. Ich bin so gut wie tot. Aber sie auch. Da haben sie gleich. Da ist irgendwie bin ich aufgestanden. Ja, das war ich. Achso, das kannst du auch. Ja, kann ich. Das war wesentlich anstrengender, als ich in Erinnerung hatte. Wow, das war heftig. Oder es sah jedenfalls so aus. Egal, gut gemacht. Dann wollen wir mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. So, da links ist noch eine Mordsteinkiste. Ja und? Bei unserem ersten Playthrough haben wir diesen Raum komplett übersehen. Ja, wenn du das Achievement nicht willst, dich abschauen. Was denn für ein Achievement? Was willst du denn jetzt schon wieder? Okay, den Mondsteinkisten öffnen. Das ist mir doch scheißegal, das mache ich doch irgendwann dann. Ja, gut. Ist ja auch so leicht. Kisten liegen ja überall rum. Hyperion Gelb. Ja,
Ja, ich kann auch 50 Mal zur selben Kiste laufen. Geht doch auch. Ja. Aber es ist halt einfach, was nebenbei zu machen. Ist mir doch scheißegal, du, mein Mondstein geht aktuell auf was anderes drauf. Mir sind diese Kisten komplett wurscht. Ich dachte, du hast schon alles gekauft. Nein, hab ich nicht. So reich bin ich doch nicht. Hast du schon alles? Denke ich nicht. Ja, den Safe brauche ich nicht. Und Munition habe ich, vielleicht die Hälfte. Siehst? Jetzt wird's richtig lustig. Du hast am Anfang gesagt, Munition braucht doch eh kein Mensch. Ich habe etwas für besondere Anlässe versteckt. Das hier dürfte einer sein. Bedien dich. Ja, da hast du recht. Aber das ist Staffelgeld. Und die Mondsteinkisten sind bei mir ganz hinten. Guck mal, als allerletztes. Ich habe chemische Verbrennung erledigt. Ich muss kein Gift mehr verwenden. Oh, ich krieg einen neuen Jack O'Cannon, wie es ausschaut. Du hast mir gerade nicht zugehört, oder? Nö. Ich habe gesagt, ich habe chemische Verbrennung erledigt. Ja, gut. Okay. Mein Gott, der neue macht so viel mehr Damage. Okay, es geht los, Leute. Das Störsignal ist aus. Wir haben eine Roboterarmee. Zeit, die Helios zurückzuerobern und den Todeslaser abzuschalten. Roland und ich stoßen dazu und unterstützen euch. Jetzt wird's bald schwer. Und ich feuere euch von diesem gemütlichen Lokal aus an. Ich weiß nicht, wie haarig die Lage dort oben ist, also rechnet mit dem Schlimmsten. Los geht's. Wir zischen per Schnellreise hoch. Du kommst nach. Wie, ich komm nach? Wieso darf ich die Schnellreise nicht benutzen? Naja, ich würde dann sagen, wir werden nicht vergessen, weiter geht's in den nächsten Tag. Bye. Was? Ja, bye. Tschüss. Bye, bye. So. Ciao.